Christe ist ein langer Weg ohne Einkehr. Dieses Wort eines griechischen Weisen gilt auch im Jahre 1983. Wir sind nicht nur auf Erden, um zu arbeiten, wir müssen Zeit haben, um Festung zu feiern. Und dies habt ihr auch auf eure Einladung ausgedrückt: Kairat wird, feiert wird. Ihr feiert miteinander ein Fest nicht nur mit Menschen, ein Fest mit Gott. Deshalb habe ich auch diesen Satz aus dem Evangelium ausgewählt, den Jesus spricht: Geht hinauf zum Fest. Geht hinauf zum Fest in die Spitalkirche und feiert miteinander Hochzeit. Geht nachher hinein, um im geselligen Rahmen miteinander das Fest weiter zu feiern. Aber dieses Wort hat noch einen viel tieferen Sinn, nämlich: Geht hinauf zum Fest eures Lebens. Ihr zwei sollt miteinander das Fest des Lebens feiern. Dort, wo ihr wohnt, in der Sudetenstraße, dort, wo ihr wirkt und arbeitet. Das ganze Leben soll etwas sehr Schönes, etwas Festliches sein. Das ganze Leben soll vom Sonnenschein des Glücks und der Liebe begleitet sein. Euer ganzes Leben soll etwas Abenteuerliches, etwas Faszinierendes sein und bleiben. Wird es euch gelingen, aus eurem Leben wirklich ein Fest zu gestalten? Ich möchte euch dazu ermutigen. Denn ihr zwei liebt einander. Und wo soll das Leben schöner sein? Wo soll ein Leben besser gelingen als dort, wo Menschen einander lieben? Ihr habt euch gefunden, ihr habt euch kennen und schätzen gelernt, ihr liebt euch. Und wenn Menschen einander lieben, dann ist alles gut. Dann werden sie füreinander da sein, miteinander alles teilen, Freud und Leid. Dann werden sie füreinander Zeit haben. Dann werden sie auch miteinander alles bereden. Alles, was sie belastet, alles, was sie erfreut. Wenn Menschen einander lieben, dann ist die Welt, in der sie leben, in Ordnung. Und dann wird ihr Leben zu einem Fest. Wo sollte dies mehr möglich sein als in ihrer jungen Familie, weil sie einander lieben? Und sie werden sich mühen, alles zu meiden, was das Fest stört, allen Ärger, alle Belastung voneinander fernzuhalten, im Gegenteil einander verstehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Auf diese Weise wird jeder Tag von neuem für sie etwas Schönes werden. Und selbst dann, wenn es Missklänge, Missstimmungen oder Missverständnisse in ihrer Familie gibt, dann, wenn dieses Fest ein wenig gestört wird, dann, wenn eben Krisen und dunkle Wolken aufziehen, werden sie wieder einander die Hand reichen, einander versöhnen und von neuem beginnen. Liebes Brautpaar, ich hoffe und wünsche, dass ihr Leben ein Fest wird. Und ich meine, dies ist auch möglich, weil sie im Vertrauen auf Gott ihre Ehe beginnen. Im Vertrauen auf den Gott, der die Menschen zur Liebe und zum Glück berufen hat. Er ist nicht ein Gott, der uns Lasten auferlegt, nicht ein Gott, der uns droht, sondern der seine Sonne über uns aufgehen lässt.
Sinnbild seiner Liebe, seiner Sorge, Sinnbild seines Glückes, an dem er uns Anteil schenken will. Und Gott geht ihr hinauf zum Fest. Ihr befolgt das Wort, das Jesus in dieser Stunde zu euch spricht, geht hinauf zum Fest eures Lebens. Und es sollt heute und jeden Tag mit eurem Gott hineingehen in das Leben, zum Fest eures Lebens. Unsere Gebete werden sie heute begleiten. Amen.